Weltweit sind Millionen Menschen im Netz und auch wir Journalisten natürlich wie gebannt vom Schicksal der 5 verschollenen Menschen im Nordatlantik. Fast zeitgleich dazu hat sich vor wenigen Tagen aber auch vor der Küste Griechenlands ein noch größeres Schiffsunglück ereignet. Ein überfülltes Fischerboot mit geschätzt 400 bis 700 Menschen an Bord war gekentert und dann gesunken. Nur 104 Menschen konnten nach offiziellen Angaben gerettet werden. Kalamata auf dem südlichen Peloponnes. Hier steht gerade die Urlaubshochsaison bevor. Vergangene Woche wurde die Hafenstadt zum Zentrum der Rettungsaktion nach einem der tödlichsten Schiffsunglücke in der Geschichte des Landes. Nun ist es ruhiger geworden. Vor der Hafenbehörde treffen wir Mahmoud und seinen Freund. Der Ägypter ist aus Deutschland gekommen, um seinen Bruder zu suchen. Meine Schwester hat mit mir telefoniert. Dein Bruder ist tot. Hab ich gesagt, was? Er hat gesagt, ja, das war auf diesem Schiff und ich glaube, er ist tot. Aber sag, wie passiert das? Aber sag, so ist passiert. Nicht alleine, es gibt viele Leute auch von unserem Dorf hier auch mit deinem Bruder. Ich habe schon geblieben. 2 Tage in Deutschland habe ich alles gemacht, was ich kann. Aber ich kann nicht, mein Nerv war kaputt, ich kann nicht bleiben lange Zeit, bin ich gekommen hier. Und bin ich hier ungefähr 5 Tage jetzt. Mahmouds Bruder ging in Libyen an Bord des Schiffes. Zusammen mit 11 anderen aus seinem Dorf in Ägypten. Sie alle werden vermisst. Mahmoud sagt, dass den Familien nur sehr wenig mitgeteilt wird. Es wird vermutet, dass sich bis zu 750 Menschen auf dem Fischerboot befanden, das angeblich Kurs auf Italien genommen hatte. Mutmaßliche Menschenschmuggler wurden bereits in Griechenland und anderen Ländern festgenommen. Eine Woche nach dem Unglück sind viele Fragen noch immer unbeantwortet. Konnte das Schiff in den letzten Stunden vor dem Untergang manövrieren? Hat ein Versuch der Küstenwache, es abzuschleppen, es zum Kentern gebracht? Wir wollten mit der Küstenwache sprechen, um Klarheit zu schaffen. Ein Interview wurde abgelehnt. Die griechischen Behörden versuchen anscheinend, die Berichterstattung zu kontrollieren. Auch hier im Lager Malakasa in der Nähe von Athen, wohin die Überlebenden gebracht wurden. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten hatten viele von ihnen ihre Registrierungsverfahren abgeschlossen und konnten die Einrichtung verlassen. Die Behörden teilten uns mit, dass die Asylbewerber angewiesen wurden, nicht mit der Presse zu sprechen. Es gelang uns jedoch, telefonisch mit Ali, einem Überlebenden aus Kobane in Syrien, in Kontakt zu treten. Wir haben 5 Tage auf dem Schiff verbracht. Am 6. Tag wurden wir in der Nacht von einem anderen Schiff geschleppt und sind dann gekentert. Etwa 30 Minuten später kam die Küstenwache, um uns zu retten. Es gibt nur wenige Beweise. Es ist schwierig festzustellen, was genau passiert ist. Hilfsorganisationen sagen, dass sie sich nicht auf die Ermittlungen der griechischen Behörden verlassen wollen. Wir fordern von der Justiz, dass eine richtige Untersuchung stattfindet, dass die Verantwortung geklärt wird und dass eine andere Art der Kontrolle eingeführt wird. Von einer anderen Institution und mit einem unabhängigen Mechanismus. Ohne Transparenz, so befürchten Aktivisten, werden sich Katastrophen wie diese wiederholen, mit noch mehr Toten auf See. Und unser Korrespondent Max Zander, der auch den Bericht gemacht hat, ist jetzt bei uns. Max, mehrere mutmaßliche Schleuser sind nach dem Unglück festgenommen worden. Wer sind die und was droht denen jetzt? Ja, das ist richtig, Matthias. Also vor 2 Tagen wurden in der südgriechischen Stadt Kalamata 9 Personen dem Haftrichter vorgeführt. Und ihnen wird jetzt in einem Schnellverfahren der Prozess gemacht. Das ist nicht ungewöhnlich oder das ist der Standard sozusagen, wenn die Anklage Menschenschmuggel lautet. Und standardmäßig finden solche Verfahren auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Presse statt. Dementsprechend wissen wir nur sehr wenig über diese Personen. Wir wissen, dass sie allesamt ägyptische Staatsbürger sein sollen. Und einige von ihnen haben über ihre Anwälte auch ihre Unschuld beteuern lassen. Einer gibt beispielsweise an, er sei nur im Inneren des Schiffes mitgefahren. Und als sich Panik dort ausgebreitet hat, habe er versucht zu intervenieren und Leute zu besänftigen, sei dann fälschlicherweise als Schlepper identifiziert worden später. Sollten diese Männer denn laut Anklagepunkten beschuldigt, sollten sie verurteilt werden, drohen ihnen 25 Jahre Haft und zwar nicht tot insgesamt, sondern pro geschmuggelte Person und bei bis zu 750 Toten kommt da einiges zusammen.
Sehr viele Details über das Unglück gibt es von offizieller Seite noch nicht. Wie ungewöhnlich ist das denn eigentlich, dass aus Seenot gerettete Menschen von den Behörden in Griechenland einen Maulkorb gegenüber der Presse verpasst bekommen? Ja, die griechischen Behörden möchten, dass möglichst wenig über, über solche Vorfälle berichtet wird und möglichst wenig über Probleme im Zusammenhang mit Migration und Flucht und den Einsätzen der Küstenwache berichtet wird. Das sind unsere Erfahrungen und auch von Journalistinnen, die hier seit Jahren tätig sind. Seitdem die Griechen diese sogenannten oder diese Lager, Erstaufnahmeeinrichtungen eröffnet haben, ist es immer schwieriger geworden, an Leute ranzukommen. Und wir haben gerade im Hinblick auf Fälle, in denen es um Pushbacks geht, also dass da geht es darum, dass Küstenwachenboote mittlerweile systematisch teilweise Flüchtlingsboote in internationale Gewässer oder in türkische Gewässer beispielsweise zurücktreiben. Gerade in solchen Fällen wird versucht, möglichst Journalisten fernzuhalten von den Geflüchteten. Und hat man auch die Erfahrung gemacht, dass mal wieder eingeschüchtert wird. Was uns jetzt neu aufgefallen ist, gestern, als wir am Malakassa Camp waren, da wurde uns gesagt von einem hohen Beamten aus dem Migrationsministerium, dass die Geflüchteten tatsächlich inspiziert wurden, dass sie gesagt wurde, von der Presse fernhalten, könnte möglicherweise ihr Schwierigkeiten für sie bedeuten, das könnte ihr sich negativ auf ihre Sicherheit oder ihr Asylverfahren auswirken. Und wir bleiben an dem Thema dran. Vielen Dank für die Schilderungen und Eindrücke, Max Zander in Athen.